Wir sind Petra und Christoph aus Hamburg und wir waren ein Jahr mit unserem Kastenwagen in Zentralasien, Nordafrika und Europa unterwegs. Mit dabei hatten wir ein Carnet de Passage und weil wir unterwegs immer mal wieder Fragen zu dem Thema bekommen haben, haben wir uns überlegt, wir machen jetzt mal ein Special dazu. In diesem Video erklären wir euch, was das überhaupt ist, ein Carnet de Passage, wofür und für welche Länder man es benötigt, welche Kosten auf einen zukommen und wie man sich verhält, wenn man dann wieder zurückkehrt in die EU und wie man letztlich sein Geld wiederbekommt. Das Carnet de Passage ist quasi der Reisepass für euren Van. Und wenn ihr in eins dieser Länder reisen wollt, dann braucht ihr für die zollfreie Einreise ein Carnet de Passage. Und für die Ausreise natürlich auch, denn da wird es kontrolliert und man muss dann eben keine Zollgebühren bezahlen. Das Carnet ist ein Dokument im DIN A4 Format, besteht aus 25 Seiten, was wiederum zur Ein- und Ausreise in 25 Länder während der Gültigkeit von einem Jahr ermöglicht. Auf dem Carnet de Passage ist vermerkt der Fahrzeugtyp, die Fahrzeugmarke, das Modell, die Motorennummer und die Chassisnummer. Und außerdem der Fahrzeugwert inklusive aller Einbauten. Das Carnet de Passage kann man bei einem Automobilclub beziehen, der FIA angehört, also dem Weltdachverband der Automobilverbände. Das muss tatsächlich nicht zwingend der Automobilclub des eigenen Heimatlandes sein. Wir sind ADAC-Mitglieder und haben uns aus dem Grunde dafür entschieden, das Carnet beim ADAC zu beantragen. Wir haben dann auch gemerkt, dass die eine super gute Hotline haben zu dem Thema. Also sollte nach diesem Video noch die ein oder andere Frage offen bleiben, dann können wir euch diese Hotline auf jeden Fall empfehlen. Bei Abschluss des Carnets ist eine Sicherheit zu hinterlegen in Höhe des Fahrzeugwerts. Diese Sicherheit kann als Kaution oder als Bankbürgschaft erfolgen. Wir haben uns für eine Kaution entschieden. Das heißt, wir mussten die Summe an den ADAC überweisen. Aus dem Grund macht es vielleicht auch Sinn, sich die Bilanz des Automobilclubs nochmal anzugucken. Falls ihr euch für einen der anderen europäischen Automobilclubs entscheiden solltet, beim ADAC wussten wir, dass unser Geld sicher aufgehoben ist. Die Kaution hinterlegt man übrigens für den Fall, dass man sein Auto, warum auch immer, nicht mehr aus dem Land ausführt. In dem Fall nämlich kommt dann der ADAC für die Zollschuld auf und das dann eben aus der Kaution heraus. Mögliche Gründe könnten sein, dass man das Fahrzeug verkauft in dem Land oder aber, wenn man einen Unfall hat, vielleicht sogar mit Totalschaden, dann ist es eben immens wichtig, dass man sich von der Polizei vor Ort bestätigen lässt, dass dieses Fahrzeug quasi nicht mehr existent ist. Denn dann wird es die große Herausforderung, das zu belegen, damit man eben seine Kaution im Nachhinein auch wirklich wiederbekommt. Die Gebühr für das Carnet beträgt beim ADAC 350 Euro. Und für Mitglieder 250 Euro. Der ADAC nimmt Anträge für das Carnet de Passage bis zu 6 Monate im Voraus an und stellt das Papier selber mit einer Vorlaufzeit von bis zu 28 Tagen aus. Das hat den riesen Vorteil, dass man das so timen kann, dass der Beginn der Gültigkeit mit dem Einreisedatum ins erste carnetpflichtige Land zusammenfällt. Somit kann man eben die Gültigkeitsdauer von einem Jahr perfekt ausnutzen. Der Antrag selber umfasst den unterzeichneten Antrag an sich. Dazu brauchst du eine Kopie deines Reisepasses oder deines Personalausweises,
außerdem eine Kopie des Fahrzeugscheins und gegebenenfalls eine Kopie deiner Mitgliedskarte. Ganz wichtig, man muss den Wert des Fahrzeugs belegen, insbesondere bei Campingfahrzeugen, da die ja häufig unterschiedlich ausgebaut und ausgestattet sind. Das kann zum Beispiel die Rechnung eines Händlers sein oder aber, wenn es gar nicht anders geht, ein Wertgutachten. Da das Carnet Passage nur auf eine Person ausgestellt werden kann und auch nur für ein Fahrzeug gültig ist, brauchst du vielleicht, wenn das Fahrzeug, in dem du unterwegs bist, nicht dein Eigentum ist, noch eine Vollmacht des Fahrzeugbesitzers und gegebenenfalls muss noch die Bankbürgschaft beigelegt werden, falls du dich nicht für eine Kaution entscheidest. Das Carnet de Passage hat ja eine Gültigkeit von 12 Monaten und umfasst 25 Seiten. Solltet ihr länger unterwegs sein als ein Jahr oder aber mehr als 25 Länder bereisen, gibt es die Möglichkeit, ein weiteres Carnet zu beantragen und das wird dann auch ins Ausland verschickt. Also man muss seine Reise nicht unter- oder sogar abbrechen. Der Aufbau des Carnet de Passage ist dreiteilig, also jede der 25 Seiten ist dreiteilig aufgebaut. Der erste Teil wird bei der Einreise ins Land ausgerissen und der zweite Teil abgestempelt. Und wenn man das Land wieder verlässt, wird der zweite Teil abgerissen und der verbleibende Teil wird abgestempelt. Somit ist eben Ein- und Ausfuhr ordnungsgemäß erfolgt und man hat eben in dem Carnet den Schnipsel, der belegt, dass man eben in dem Land war und ordnungsgemäß ein- und ausgereist ist. Am Ende der Reise schickt man dann das Carnet de Passage mit den 25 zurückgebliebenen Schnipseln wieder zurück und es ist auch total wichtig, dass alle ordnungsgemäß noch vorhanden sind. Man sollte davon ausgehen, dass nicht jeder Grenzbeamte in jedem Land weiß, was das Carnet de Passage ist und wie damit zu verfahren ist. Daher ist unser Rat, achtet darauf, welche Zettel wie abgestempelt werden, welche Zettel rausgerissen werden. Damit erspart man sich am Ende der Reise eine Menge Ärger und unter Umständen spart man auch eine Menge Geld. Du kannst nach der Rückkehr deinen Van bei der Zollbehörde deines Heimatlandes vorführen. Wir hatten da keinen Bock drauf, uns hätte das irgendwie zu lange gedauert. Deshalb haben wir die Chance genutzt, nachdem wir aus Marokko wieder in Europa waren, gleich an der spanischen Grenze den Zoll aufzusuchen, um dort eben den erforderlichen Stempel zu bekommen. Das wäre auch noch ein Tipp von uns. Wenn du ein Fahrzeug mit EU-Zulassung hast, kannst du nämlich an jeder Zollstation innerhalb der EU den ordnungsgemäßen Wiedereintritt dokumentieren. Kleiner Fun-Fact vielleicht noch am Rande. Man schickt danach das Carnet de Passage per Einschreiben zurück, via eben an den ADAC. Und wir konnten auf der DHL-App nachvollziehen, dass wir tatsächlich 2 Tage nach Eintreffen der Post in München das Geld der Kaution wieder auf unserem Konto hatten. Wir fanden das ganz schön schnell. Absolut. Wir hoffen, dass wir euch ein paar wertvolle Tipps rund ums Carnet de Passage mitgeben konnten. Sollten noch Fragen offen sein, schreibt sie gerne in die Kommentare. Wir beantworten sie so gut wir es können. Wir empfehlen euch auch nochmal die Hotline des ADAC. Wir sind da jedes Mal sehr kompetent und vor allem auch super freundlich beraten worden. Vielen Dank fürs Zuschauen dieses Videos. Wie immer freuen wir uns über Likes und Kommentare und ihr dürft unseren Kanal natürlich weiterhin fleißig abonnieren. Wir sehen uns bald. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.